Nee, Hydrokultur habe ich noch nicht erforscht. Ich kann die Tür nicht abschließen. Ich kann aber erlauben, ob sie durchgehen, oder? Okay. Okay, dann bleiben wir mal weiter bei der Putzorgie. Bruce ist immer noch schlecht drauf. Kann man sich mal merken, das sind die Wildtiere. Noch. Noch. Die andere Gruppe ist bald da. Die Felder, darum kann ich mich gerade nicht kümmern. Bruce hat Hunger, okay. Ich kann mit The Bruce nichts machen, solange der on Rage ist. Redline, ein Resub für 4 Monate. Schick, Dankeschön. Das freut mich. Danke für den Sub. Ich rausgetappt. So, jetzt bin ich wieder da. So, da wird ein bisschen gewischelt.
Bruce geht immer noch steil. Das war's. Yeah. Genau. Zu Champ mit einem Raid. Vielen lieben Dank zu Champ. Vielen lieben Dank für den Raid. Und hallo, lieber Chat von zu Champ. Mensch, Benox, auch wieder da. Da kommen sie aber reingeplatzt mit ihren Emojis. Hi. Knallererbse, vielen Dank für den Follow. Dankeschön. Willkommen im Team, willkommen in der Community. Ja, ich kämpfe hier mit dem giftigen grünen Regen, der mir von meinem Chat geschickt wurde. Vielen lieben Dank dafür. Und jetzt wollte ich die Dächer priorisieren. Die Karawane wird überfallen, ist jetzt nicht wahr. Was denn? Von dieser einen Wurst? Vor dir habe ich keine Angst. Alter. Überfallen. Ist ja lächerlich. Okay, ich zeig dir mal, wie ich das mache, Freundchen. Merkst du was? Merkst du was? Hä? Merkst du was? Zack. Können wir das mitnehmen? Ah ja, okay. Den doch nicht mit. So. Ach, guck mal an. Hier könnte ich noch den ganzen Krempel mitnehmen. Bin ich schon da? Jetzt bin ich da. Okay. Hier ist das Geheimversteck. Ey, das wird ja schon bewacht. Der hat einen Stab. Stab, Messer. Cerberus, hi. Also. Gut. Aufstellung, Freunde. Es geht los. So.
Löschschaumwerfer. Interessant. Gut, dann schauen wir uns das Gebiet mal an. Kann ich sie in Besitz nehmen? Aha. Okay, hier sind nur Betten drin. Heiler Naniten. Die darauf programmiert wurde, Gesundheitsprobleme zu heilen. Die Naniten zielen auf das schlimmste Problem, das die Person hat. Dann funktioniert sogar bei den Problemen, die normalerweise nicht heilen. Die Maniten können sich auch zu organischem Gewebe transformieren und so neue Körperteile oder Organe, wenn nötig, bilden. Und das ist das, was ich wollte. Das ist das, was ich suche. Heilende Naniten. Weil, also, wenn ich es bei Joachim mache, dann geht diese Kratznarbe weg. Aber ich habe ein ganz anderes Problem. Ich habe den hier. Black Angel ist total verlangsamt, weil er eine Schussverletzung im Gehirn hat durch eine leichte Maschinenpistole. Die hat er sich im Gefecht gefangen. Dadurch sind hier drüben alle Werte, beschissen, Bewusstsein, Bewegung um 40% eingeschränkt. Jetzt arbeiten, sprechen, essen, alles. Und deswegen wird er. Sie benutzen. Und siehe da, er ist geheilt. Die Scheiße ist weg. Er ist jetzt wieder genauso schnell wie alle anderen. Das ging mir am meisten auf den Sack, diese 40% Geschwindigkeitsverlust. Das ging mir auf die Klöten. So, und jetzt gucken wir mal, wer von unseren Jungs noch irgendwie was hat, was wir genau wegmachen können. Dann nehmen wir den Naniten mit. Können wir das Ding abbauen? Was passiert eigentlich, wenn man den Kram abbaut? Gibt es Bauteile, die wir dann für uns verwenden können? Ist das so? Okay. Es gab noch mal Bauteile. Jetzt sind sie hier alle am Muffeln. Hier gibt es noch mal Bären. Okay, lasst uns neu organisieren. Sandsäcke abbauen. Alle unter 75% entweder heilen oder einschläfern, so spiele ich. Okay, boah, das kannst du ja so nicht sagen, Mann. Aber das mit den Sandsäcken, Abbruch auf die Welt. Das werden wir kurz testen. Ah, das gibt Eisen, okay. Ja, dann würde ich sagen,
Wir reißen ab, was wir können, und nehmen's mit. Wir nehmen mit, so viel wir tragen können. Ach, das Dach ist eingestürzt. Ups. Nee, oder? Am Kopf geschnitten. Oh, nee. Okay, Heilpflanze. Ich habe auch natürlich gar nichts mitgenommen, ey. Ich bin so dumm. Joachim. Aufs Lasttier? Nein. Hast du Medizin? Ja. Und wie? So, der behandelt sich jetzt. Der putzt. Das ist nicht zu glauben. So, du reißt das mal von außen ab. Einen improvisierten Schlafplatz fürs Tier. Ja, ich wollte das Tier heilen irgendwie. Ich weiß noch nicht wie. Ah, ist kein Tierpfleger. Alter. Scheren? Nee. Okay. Eine Kiste, Schlafplatz, Tier. Mist. Wie weise ich das jetzt zu? Tier. Kriegen wir hin. Zuweisung, Arbeitszone, Rest, ist das da. Und das Tier soll zu Rest gehen. Du sollst es behandeln. Nicht da rein! Bischi.
Okay. Puh. So, Kamelchen wird noch versorgt und dann können wir. Alles klar. Gegenstände. Bauteile nehmen wir mit. Das Stahl. Ah, da ist schon Feierabend. Okay. Erstmal Nanoid, das ist wichtig. Gladius Streitkolben. Jo, komm, diesen ganzen Mist. Verunreinigt, davon einer Leiche getragen. Ach, das kriegen wir nicht verkauft, diesen Mist. Oder kriegen wir ihn doch verkauft? Ich glaube eher nicht. Wir nehmen den Rest an Eisen mit. Okay. Eins Komma vier drei Tage. Tag wären wir hier. Okay, Versuch. Wir nehmen diesen ganzen Schlons mit und kaufen uns zwischendrin bei den anderen Essen ein. Die Leichen lassen wir hier liegen. Den Rest füllen wir mit Stahl auf. Ja, mehr Gepäck ist langsamer. Ja. Wir probieren bei der anderen Siedlung sozusagen da noch was zu reißen. So, wie sieht's aus hier mit Essen? Was ist mit Bruce? Der hat. Das ist okay bei ihm. So, zum Essen dürfen die kurz raus.